Ja, moin Leute, hier sind Tom und Lena, die beiden besten Burgerbrater der Stadt. Da Kania endlich gekündigt hat, nee, ist Lena jetzt wieder und da. Und tschüss. Oh nein. Wo ist der Ausgang? Ich geh mal. Also wir haben ja, Kahn und ich haben ja gerade so ein kleines Bett. Ey, wo geht ihr denn hin? Ja, Kahn ist da, das wird ja wieder nix. Kahn und ich haben gerade so ein kleines Battle am Laufen. Hör bitte auf, die Sachen wegzuschmeißen, Kahn. Hey, das ist Inventur. Das ist nicht Inventur. Hallo, ich möchte hier weg. Hör doch auf, Kahn, es ist doch noch keiner da. Ich bereite doch alles vor. Hallo. Du brauchst uns vorbereiten. Oh, ich frage mich, wann der nächste Bus kommt, der Kahn abholt. Das heißt, ich muss ja wieder rein. Okay, Tom, du bekommst deine Aufgabe. Ja. Du bist der offizielle Kahn-Aufpasser und sorgst dafür, dass Kahn heute nichts wegschmeißt oder verbrät. Du versagst, Junge! Das pass wird auf ihn das auf. Nicht funktionieren. So, es ist schon zu spät, aber weil hier ist ich schon verbrannter Bacon. Aber da brauche ich auch eine sehr gute Bezahlung. Burger. Ja, also, bekommst du schon. Also ich habe auch was hier und da so ein bisschen, also ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, so in der Gastronomie, was man so macht. Und man soll wohl vorher die Burger-Patty hier so in Frittenfett tunken. Nein, sollst du nicht. Oh. Dann werden die noch besser. Ja, also wie du siehst, sorgt Kanye für die Lebensmittelverschwendung des Jahrhunderts. Ja. Wie kann man das aufnehmen? Auf die erste das funktioniert bei mir gar nicht. Und mach sie schon mal. Du musst das in der First Person spielen. Leider. So. Tom, kümmerst du dich mal an den Umas? Okay. So, ich kümmere mich hier. Ich raste wirklich gleich auf. Ich kümmere mich mal um die Bestellung. Du musst die nicht aufnehmen. Achso. Die kommen automatisch. Wir haben hier mit. Okay, ich bring mal das Tablett raus. Da ist zwar jetzt nichts drauf, aber. Oh, ich schnapp mir den hier mal. Okay, dann sag mir doch einfach, was für einen Job ich hier machen soll. Dann mache ich ihn. Kahn, du kannst mit den Kunden ein bisschen Spaß haben. Könntest du vielleicht einfach mit denen so ein bisschen lustige Gespräche führen? Sowas halt. So, ja. Burger Nummer 1 ist fertig. Wir machen jetzt. Wer hat Hunger? Oh, hier verbrennen die ganze Zeit Patties. Das sind nicht meine, das sind Kahn. Mach das Licht wieder an. Wer hat das Licht ausgemacht? Mach das Licht wieder an, wir sind kein Dunkelrestaurant. Oh. Nein. Oh. So. Wir ja, sind aber die hier Leute kein wollen das. Nein, keiner dieser Leute wollte das. Ich mach Burger Nummer 2 oder macht den schon jemand? Ich mach die 3. Dann mach ich die 2. Wir haben schon keine Patties mehr. Opala. Kannst du welche bestellen gehen, Tom? Da hinten ist so eine Leinwand, da kannst du dann die Sachen warte. Mal bestellen. Moment. Das wird wieder nix, Leute. Nicht, dass sie hier wieder verbrennen. Ja, so, nimm die erstmal runter, so alle. So, ich bereite schon mal. Ich mach die 3, ne? Speck vor. Ja. Ich raste wirklich gleich aus. Was macht er schon? Wir brauchen ganz dringend neue Burger-Patties, Tom. Ja. Ich hab schon Ach so, welche bestellt. Achso, Lena, wenn du Getränke und oder Pommes. Kahn, hör doch auf! Oh, ist der hier schon fertig? Dann bringe ich den raus. Ja, der ist fertig. Oh, Kahn, ich raste komplett Warte mal, welcher aus. Welcher ist das denn? Deiner ist Burger Nummer 3, ich hab Burger Nummer 2. Oh, ich liebe dieses Spiel mittlerweile. Kahn, oh, ich bediene jetzt mich selbst. Hör auf! Mann, du machst hier alles kaputt! Guck mal! Und keiner passt auf dich auf! Tom, wo bist du denn? Guck mal, das ist ein Burgerberg. Aber ich kann noch an nichts verhindern. Oh, ich mach Burger Nummer 4. So, mir reicht's. Hey, wir brauchen Brot. Oh. Ja, das hat. Tom, hast du das schon bestellt? Brot wusste ich nicht, dass ich das bestellen soll. Ja, ich hab's jetzt bestellt. Komm. Ich hab's bestellt. Hey, ich sollte doch Patties bestellen. Oh, mach doch das Licht wieder an. Ich raste aus, danke Tom. Warum bin ich wieder hier? Okay, Brot ist da. Warum bin ich zum ersten Mal hier? Danja, wie konntest du mich wieder überreden, zurückzukommen? Können. Tut mir leid, Lena, welchen Burger machst du? 4 gerade. Okay, dann mache ich die 5. Kahn, du wolltest doch hier als Animateur arbeiten. 8. Kannst du dich nicht mal um die Gäste kümmern? Warum sitzen die denn eigentlich im Dunkeln? Ja, die wollen Hide and Seek spielen. Die Gäste wollen aber nicht Hide and Seek spielen. Oh, Burger Nummer 4. Was ist denn hier mit Drive-In? Wir haben jetzt ein Drive-In? Nö, nein, wir haben kein Drive-In. Kahn, ich raste aus. Warum fliegt Kahn, das kannst Brot du mal bitte die Tabletts so einsammeln gehen? Tom, kannst du mich mal finden, bitte? Boah, nein. Zu viel. Doch, Kahn, ich muss jetzt bitte mal die Tabletts Tom, einsammeln. Kahn, sammel doch jetzt einfach die Tabletts ein. Okay. Das ist erst Käse, ne? Ja, erst Käse und dann eine Patty. Ach. Welche Burger macht ihr gerade? Ich mach die 8. Ich mache den ersten da, den Nummer 6. Dann mache ich jetzt die 7. Oh, ich ja nicht zu fressen. Boah, wirklich, ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Das Problem ist, ich habe Kahn schon 8-mal gekündigt. Der kommt jedes Mal wieder zurück. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun kann.
Ach, können wir nicht die Polizei einfach rufen? Ich würde es mir wünschen. Das ist doch Hausfriedensbruch. Hast du ihm nicht Hausverbot erteilt? Ich würde ihm gerne Hausverbot erteilen. Was machst du denn da, Khan? So, Nummer 6. Warum liegt denn hier ein dreckiges Tablett? Nummer 6. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Who wants to eat? Bitte schön an mich selbst. Okay, ich habe einen Burger gemacht für Nummer 9. Ja, sehr ja dann bring den doch raus. Du hast einmal was richtig gemacht. Also ich wusste zwar nicht, was er haben wollte, aber ich habe einfach einen Salatburger gemacht. Oh. Nicht dein Ernst. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. So, so die 10. Ich mache jetzt auch einfach, ich mache mal ein Käsebrötchen fertig. So, ich hole mal das dreckige Geschirr wieder. Okay, Käsebrötchen ist Käsebrötchen machen. Bitte mach es doch vernünftig. Ich mach die 10. Ich mach euch mal Pommes, weil wenn man Pommes dazulegt, dann... Khan, hör auf. Ist das besser? Ja, hör auf. Ehrlich, Khan ist, als hätte man so einen Hund mit hier reingebracht. Okay, ich habe Käsebrötchen mit Salat. Der Hund ist süß. Das kannst du nicht machen. Unsere Gäste sind soweit zufrieden. Nee, sind sie denn nicht. Tabletts her? Die sind nur zu freundlich, um sich zu beschweren. Oh, hier sind so viele Bestellungen. Kümmert sich jemand drum? Ich habe das ist kein Tablett ist mehr. Eh gleich zu. Ah, ja, okay, weil die keiner einsammelt. Wir sind vier Leute und keiner sammelt die blöden Tabletts ein. Danja, ich bin die ganze Zeit dabei. Was ist das denn jetzt? Habt ihr nicht schon mal versucht, rohen Patty zu verteilen? Ich mach das mal jetzt. Khan, lass es doch bitte. Hey, das gab 80 Cent. Hier liegt doch noch ein fertig gebratener, zwei fertig gebratene Burger liegen hier noch rum. So. Ich kann nicht. Komm, wir machen die 15, das schaffen wir noch. Meine Nerven, Leute, meine Warum Nerven. Warum liegt denn jetzt der Burger unter dem... Oh, ich kann das nicht mehr mit euch. Mit euch? Mädel, ja. Ich bin hier die ganze Zeit hier am Aufräumen. Nein, okay. Lena, du bist super, ich meine nicht. Ich schmeiß mal alles meine im Müll, was im Müll gehört. Wir müssen neu bestellen bald. Ja, ich gehe bestellen. Das ist die 15, glaube ich. Ich bring das Getränk raus. Ich mach die 13, ne? Oh, das ist super stressig. Es ist next level stressig. Darf ich die Pommes essen? Nein, darfst du nicht. Aber es liegt zum Großteil auch an Karten. Tom, machst du die 14? Das ist so stressig. Es ist wirklich ja, kann ich machen. Leute, Leute! Hide and Seek! Nein! Ich krieg zu viel! Nicht Hide and Seek. Khan, doch, wir spielen Hide and Seek. Versteck dich mal. Nö, ich möchte suchen. Nein. Nein. Versteck dich jetzt. So, nochmal. Oh, guck mal, Danja! Was soll ich denn gucken? $120 Verkäufe, $150 Kosten. Ja, sehr gut. Mein Burger war fertig! Wenn das wohl liegt. Aber die Burger könnt ihr morgen noch verkaufen, das ist kein Problem. Ich schmeiß mal weg. Khan. Das sehen wir bei uns hier nicht so eng. Ja, hallo, ich verkaufe doch nicht etwas, was heute gemacht wurde, morgen. Ja, toll, verbrannt. Was soll Den können wir verkaufen. Wir sind doch zu viert, wir können theoretisch zu viert drauf aufpassen, dass Khan keinen Unsinn macht. Ja, das kann man jemand. Meinst du, Khan passt selber auch noch drauf auf? Hier, ich kann ja nichts machen. Oh. Ja. Wenn Khan drauf aufpassen würde, dass er keinen Unsinn macht, dann wäre uns ja schon viel. Ist jetzt was explodiert gerade? Nur, das war eine Bestellung. Meine Nerven explodieren. Meine auch. Okay. Mal, was macht der hier auf dem Grill? Warte, ich will ein Spiel spielen. Unter welchem Brötchen? Nein, du spielst jetzt kein Spiel. Sind die Gurken. Nein! Oh, Junge, bitte! Mach mich nicht wahnsinnig. Willst du mal zur Tankstelle gehen und was kaufen, Khan? Nö, ich bin heute nicht zufrieden mit meinem Job. Ich bin aber nicht zufrieden mit dir als Mitarbeiter. Ey, Daniel, wenn es keine Gehaltserhöhung gibt für mich, ne? Ich bin raus, ne? Ihr bekommt beide von mir Schmerzensgeld gezahlt und nicht eine Gehaltserhöhung. Ja, das reicht auch aus. Sag mal, Mann, hat er jetzt schon wieder weggeworfen? Ich schmeiß mich jetzt gleich selber an den Müll. Schmeiß dir die Tabletts weg. Jetzt habe ich... Wow, ich brenne. Warum brennst du denn? Ich weiß nicht. Können wir mal Tom löschen, bitte? Ich bin mit dem Tablett in den Mülleimer gefallen und dann... Tom! Ja, also, was machst du denn? Kann man mit jemand löschen? Kann man mit jemand die Mitarbeiter löschen? Daniel, du sprichst immer davon, dass wir diesen Burgerladen modernisieren wollen. Was heißt denn modernisieren? Ja, ich würde ihn gerne modernisieren. Ich würde dich gerne loswerden. Das würde die ganze Sache schon sehr modernisieren. Wo sind die... Oh, wir brauchen Patties. Wie? Ich kann nicht bestellen. Warum kann ich nicht bestellen? Ja, du musst kurz warten. Ich habe gerade noch Tabletts bestellt, weil Khan die ja alle weggeschmissen hat.
Ja, klasse. Kahn, hör doch jetzt mal auf. Mann, wir spielen doch auch nicht mal Among Us. Du musst doch hier nicht den Imposter machen. Es ist wirklich so. Das ist einfach auch nicht mehr witzig, Mann. Wir haben keine... Ja, super. Ja, ich kann Brötchen auch noch. Fleisch kommt. Ja, es fehlt aber immer noch. Oh, Kahn hat alles weggeschmissen. Kahn hat einfach alles weggeschmissen. Und Kahn, bitte, wirf was jetzt denn? Ich bereite doch nur vor! Du bereitest dir weiß uns vor, nicht. Du gehst uns einfach nur auf die Nerven. Du ja, bist einfach so ein richtig anstrengendes... Ja, du bist... ich versuch's. Oh, oh Gott. Ey, ohne die können wir wirklich keine Burger machen. Ich hab mich voll erschrocken, du standst einfach... Entschuldigung, tut mir leid. Ach, nee. Mit ja, dem Jumpscare habe ich nicht gerechnet. Guck mal, Tom hat schon 15 Dollar ausgegeben. Oh, danke schön. So, ja, jetzt Kahn, du hast mindestens schon 100 Dollar in den Müll geworfen. Ich mach den ersten. Dankeschön. Ich mach den letzten. Ey, Kahn, hau ab. Oh, hier bitte. Ist er schon wieder verbrannt. Super. Toll gemacht, Kahn, wirklich. Oh. Lag hier nicht irgendwo Bacon vielleicht? Ja, hier, da. Ja, ich hab's. Okay, ich kann mir die Tomaten Minuten. Und so ein bisschen aufwärmen. Nein, kannst du nicht. Kannst nicht. Kannst du bitte mal rausgehen, bitte. So, die 3 ist fertig. Ach, die 1 ist fertig. Okay, ich begleite Tom. Hä? Jetzt habe ich meinen Burger verloren. Nein, nein, Kahn, hör auf. Ich bring ein dreckiges und schmutziges Tablett wieder zurück. Danke. Puh. Ich kann nicht Dann, mehr, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Dann ja, meine Nerven, ich weiß nicht, wie lange ich das weiß auch nicht, wie hart ich ihn noch feuern soll, bis er wirklich mal so geht. So, eine schmutziges... hör auf, ein schmutziges nein. Tablett Mann. Gehört in den Müll. Oh, ich kann nicht mehr. Ehrlich, ich kann das alles nicht mehr. Ich will hier einfach nur das beste Burger-Restaurant der Welt eröffnen. Und Kahn tut alles, um uns zu sabotieren. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass Kahn ein Pizza-Restaurant eröffnet hat. Also quasi ein Konkurrenzunternehmen. Hey, aber da brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Das war das schlechteste Pizza-Restaurant aller Zeiten, glaube ich. Ich würde das hier als Industrie... Ich mag die 5. Ich bewach das jetzt. Mir reicht's. Oder welchen Burger macht ihr gerade? Ich mach die 5. Ich mache Nummer 2. Ich mach die 5. Okay. Dann mache ich nicht die 5. Dann mache ich die 4. Sehr gut. Okay, ich habe noch mal einen rohen Patty für 5. Nein, Kahn. Hör ich mach die 5 fertig. Auf. Ich möchte auch mal was machen. Ja, du würdest am meisten machen, wenn du einfach aufhörst, was zu machen. Weißt du, dann würdest du schon am Toll, meisten machen. Jetzt kann ich die 5 ja nicht mehr machen. Danke. Ich habe die 4 gemacht. Was ist denn jetzt passiert? Kahn, hast du jetzt Sachen rausgebracht einfach? Ich habe die 5 bedient. Ja, und das gab 84 Cent. Hast du schon wieder ein rohes Patty rausgebracht? Warum liegt Bacon in der Spüle? Was? Oh, ich bin das auch so ein Teil. Tom, das soll saftig sein. Ganz ehrlich, Kahn, in deinem Restaurant habe ich mich wenigstens benommen. Man merkt halt einfach echt, was du für ein Mensch bist. Ne? Man merkt wirklich, was du für ein schlechter Mensch bist. Das kommt jetzt hier mal so richtig raus. Da könnt ihr euch ja alle ein Bild drüber machen. Kahn stellt mich an bei sich, bei sich in der Pizzeria und ich tue absolut alles, sogar mehr als er. Und bei mir tut er nichts, außer uns zu sabotieren. Okay, können wir vielleicht jetzt so Nein, einen Motto-Tag starten? Also ich wäre für Cheeseburger-Tag heute. Nein. Ich mache jetzt nur noch Cheeseburger. Ich wäre für Kahn hält die Klappe-Tag. Ich mache jetzt nur noch Cheeseburger. So, ich mache die 6 da. Okay. Ich mache die 7. Ich kann nicht mehr. Ich gehe mal gucken, ob es dreckige Tabletten sind. Ja, ich kann die 6 schon wieder nicht mehr machen. Dann mach die 8. Weil Kahn schon wieder irgendwelche Sachen rausgegeben hat. Toll. Kahn, bitte. Oh. Bitte. Bitte. Lass es doch. Bitte. Wirklich, lass dann mache ich jetzt die 8. Hör doch auf! Hör doch, stopp! Stopp es doch! Kahn, hör auf jetzt! Ja gut, oder auch nicht. Mach ich nicht die 8. Ja, der hat schon wieder die 8 weggemacht für dich. Ja, er hat ein leeres Brötchen. Ich kündige jetzt gleich. Das reicht mir. Danke, Kahn. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ich gehe jetzt. Weißt du, ganz ehrlich? Es tut mir leid, Tom. Alles gut. Wenn ich Kahn endlich gelernt habe zu verbannen, dann melde ich mich nochmal bei dir, okay? Mhm. Ist in Ordnung. So, ich will endlich diesen Burger schaffen. Ich arbeite ohne, so lange in der Tankstelle. Sabotiert wird. Ah, da würde ich nicht arbeiten, da hat Kahn auch schon gearbeitet. Kahn, jetzt hör doch auf. Wie Mann, ist Tom ey. Gegangen? Wo ist Tom? Jetzt muss ich das wegtun. Ich habe gekündigt, ich arbeite jetzt bei der Tankstelle. Wie, du hast gekündigt? Du lässt mich hier alleine mit dem da? Das ist freie Entscheidung, du kannst auch kündigen. Ja, aber Daniel, ganz ehrlich, du kriegst den hier nicht unter Kontrolle. Ey, ohne Mist. Was soll ich denn machen? Nee, Tom, ist da noch, wird da noch jemand gesucht? Ich würde gerne mitmachen. Daniel, ich kündige es. Ja, hier ist noch eine Kasse frei. Aber nee, ich halte das keine Sekunde mehr länger aus. Ey, tschüss.
Na toll. Khan, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Du hast das komplette Geschäft ruiniert. Du stehst hier mit einem Grinsen und verhältst dich so, als wärst du hier ein Freund oder so, oder als wärst du witzig, aber du bist einfach nur das Letzte, weißt du? Das ist echt einfach nur richtig widerlich, wie du dich heute verhalten hast. Und deshalb kündige ich nicht nur hier, sondern ich kündige jetzt auch die Freundschaft. Und damit verschwinde ich jetzt in den Müll. Tschüss. Tschö.